Am 5. April 1944 war Abfahrt zum Italien-Einsatz. Um 12.30 Uhr über Zwickau, Saalfeld, Bamberg, Nürnberg und München. Am nächsten Abend kommen wir noch, bevor es dunkel wird, zum Brenner. Es hatte 30 cm Schnee und es schneit. Gegen 20 Uhr fahren wir weiter. Während der Nacht, dann wird es im Waggon so warm, dass wir Jacke und Pullover ausziehen müssen. Als es hell wird, sehen wir blühende Bäume, fettgrüne Saaten, ein herrlicher, sonniger Frühlingstag. Als der Zug anhielt, kam Italiener mit Rotwein zum Kaufen. Das war ein Wein, wie man ihn auch heute so in Deutschland nicht erhält. Am 9. April heißt es in einem Vorort von Florenz aussteigen und antreten. Sofort braust ein englischer Tiefflieger über uns hinweg. Wir stoben rechts und links vom Bahndamm in volle Deckung, in Brennnesseln und Jauchegraben hinein. Der Jagdbomber kam nochmals, diesmal schießend. Es ist aber nichts passiert. Eine schöne Begrüßung, dachten wir uns. Nach 2 Stunden Aufenthalt fuhren wir weiter über Figline, Frasinetto, Orinetto. Nachts um 0.15 Uhr dann Fußmarsch und bis 4 Uhr früh sind wir in Massaino. Wir kommen in die Abruzzen und werden auf verschiedene Kompanien aufgeteilt. Unser kleines Städtchen heißt Piglio. Nachts kommen mal Ratten und fressen an unserer Wurstverpflegung, ohne uns dabei im Schlaf zu stören. Unseren Proviant haben wir daher an die Zimmerdecke gehängt. Da waren sowieso schon einige Haken dran, vermutlich aber nicht deswegen. Es gab zuerst keine besonderen Vorkommnisse. Tagsüber waren englische Aufklärungsflugzeuge am laufenden Band zu sehen. Wir hatten aber Anweisungen, uns nicht blicken zu lassen. Am 1. Mai machten wir am frühen Morgen einen Schnelleinsatz, bei dem ein englischer Geheimsender ausgehoben wurde. 13 Engländer und Italiener wurden dabei festgenommen. Am 9. Mai, nachts um 0.30 Uhr, wird unser Ort Piglio bombardiert. 3 Tage später dann auch ein Kloster mit Friedhof, das unten im Tal liegt. Der Ort und das Kloster wurden total zerstört. In den Gesteinstrümmern suchten wir nach 2 Vermissten. Einer war tot, der andere schwer verletzt. Beide hatten den Urlaubsschein für einen Heimaturlaub bereits in der Tasche und wollten wegen der Flugzeuge nur bis zum Abend mit der Abreise warten. Uns wird es wegen der Flugzeuge zu gefährlich und wir ziehen deshalb gut getarnt unter Bäumen in Zelte um. Schon am nächsten Tag kommen wir in den Fronteinsatz. Die Engländer sind bei Monte Cassino durchgebrochen und wir kamen mitten in das Durcheinander hinein. Aufhalten konnten wir auch nichts. Jabos, Artillerie, Panzer. Die Übermacht war zu groß. In einer Art Schlucht suchten wir Schutz. Und da kamen dann 11-mal am Tag die Jabos und bombardierten uns. Jedes Mal schoss unser Flak, aber wir konnten nichts sehen. Die nächsten Tage waren wir in Riegelstellung in St. Olivia, Esperia. Wie immer Artillerie und MG-Duelle, Jabos und so weiter. Wir wurden versprengt und setzten uns daher ab. Am 24. Mai, neben einer Straßenkreuzung westlich von Rocaseca, sprengten wir mit Bohrpatronen unsere Stellung. Am nächsten Tag bereits, im Morgengrauen, kamen die Tommies mit Panzern daher. Diese fuhren aber nicht, wie erwartet, auf unsere Kreuzung zu, sondern Richtung Kompanie Gefechtsstand und überholten uns. Einige kamen in Gefangenschaft, etliche wurden verwundet. Wir lagen immer noch auf unserer Kreuzung, hoffnungslos, wussten nicht hin noch her. Da erhielten wir eine Portion Artilleriegranaten. Ich bekam dabei einen Schlag an den Stiefel und spürte ein glühend heißes Ding und riss sofort den Stiefel herunter. Es war ein länglicher Granatsplitter, etwa 10 cm groß. Ich hatte aber keine Verletzung. Über uns war, wie jeden Tag, ein englischer Kleinflieger, wie auf einem Punkt stehend in großer Höhe. Dieser leitete auch die Einsätze und konnte uns, wie wir wussten, sehen. Also weg von hier. Am nächsten Tag schoss irgendein Idiot mit einer Panzerfaust auf einen Panzer. Der machte sich nichts daraus und wir waren wieder die Gejagten. Es war ein ganz anderer Krieg als in Russland. Kein Standhalten, sondern immer wieder absetzen. Wir hatten hier auch keine Panzer, keine Pack und vor den Fliegern mussten wir uns verstecken. Ab und zu war mal ein Spähtrupp zu machen, wo ich als Unverheirateter immer dabei bin. Am 31. Mai kamen wir abends in ein Nahgefecht. In Alatri sprangen immer wieder Schwarzafrikaner oder Amerikaner ums Hausheck herum und schossen stehend auf uns. Die hatten eine bisher noch nicht erlebte Gefechtstechnik
und kommen immer wieder stehend hinter irgendeiner anderen Ecke hervor. Wir hatten dabei 2 Tote und einen Verwundeten. Unsere Einsätze gingen im selben Stil immer weiter und es war insgesamt ein andauernder, langsamer Rückzug. Über Rokaseka, Tivoli, Reti, Terni, Sant Triana und so weiter. Am 15. Juni sicherten wir Pioniere bei Vorbereitungen zum Brückensprengen. Es war heiß, wir haben Durst. Abends ging 20 Uhr, mein Zugführer, ein Leutnant und ich gingen in die Ortschaft hinein, um Wasser zu holen. Dort war eine breite Straße, eine leichte Linkskurve und mitten in der Ortschaft ein schöner Springbrunnen mit Wasserstrahlen in alle 4 Richtungen. Das passte uns ausgezeichnet. Es war ruhig und kein Mensch zu sehen. Wir füllen also eine Flasche nach der anderen und legen sie beiseite. Auf einmal kamen von unten, rechts und links der Straße, Soldaten im Gänsemarsch daher. Wir dachten, es seien unsere Fallschirmjäger, die wir neben uns wussten. Sie kamen so gleichmäßig und ohne Zögern, während wir weiter ruhig unsere Flaschen füllten. Auf 15 Meter herangekommen, fragte Leutnant, von welcher Einheit seid ihr? Die aber riefen sofort, Hands up! Der Leutnant packte mich und riss mich mit fort. Wir mussten 10 Meter weit laufen, um überhaupt erst hinter einem Haus in Deckung zu kommen. Die Amis hätten uns wie die Hasen abschießen können, es fiel aber kein Schuss. Wir waren scheinbar zu nahe beisammen. Sie riefen uns in Englisch etwas zu, aber nichts passierte. Ich hatte Heimaturlaub in Aussicht, als am 17. Juni allgemeine Urlaubssperre kam. Am 20.06. abends, als es schon finster war, mussten wir einen Spätrupp laufen. Dabei war ein breiter Fluss zu durchqueren, wo uns in der Mitte das Wasser bis zur Brust ging. Drüben auf der anderen Seite waren die Engländer. Es lief alles wie abgemacht und wir waren so nahe daran, dass wir sie sprechen hörten und hantieren sahen. Da kamen auf einmal Mücken in Scharen und setzten uns zu. Wir hatten Nivea-Creme dabei und schmierten Hals und Gesicht so dick ein, dass wir ausschauten wie Nachtgespenster. Als wir den Rückzug antraten, fiel doch einer von uns hin und schepperte. Die Engländer waren aufgeschreckt und schossen immer wieder Leuchtkugeln. Eine Stunde haben wir so verblempert, weil wir uns bei der Durchquerung des Wassers keine Leuchtkugel leisten konnten. Am 29.06. ist neuer Ersatz aus Deutschland eingetroffen. Ich selbst war im Gehschütze wie ein anderer Kamerad in der Kompanie. Auf einmal kam diesem Kameraden der Einfall, dass das MG für ihn zu gefährlich sei. Er sei verheiratet. Über 2 Monate waren wir denselben Weg gegangen und er musste nun absolut Gewehrschütze machen. Innerhalb einer Woche ist er dann gefallen. Am 30.06.1944 erhielten ich und noch einer aus unserer Kompanie einen insgesamt 16-tägigen Erholungsaufenthalt in der Nähe von Cortina de Ampezzo. Über Belluno Pieve ging es nach San Vito ins Erholungsheim. Nach Erholungsende in Franzenfeste gab es Fliegeralarm. Mehrere Bombengeschwader flogen nach München. Am 20.07.1944, am Tage des Hitler-Attentats, waren wir in Verona und drückten uns hin und her. Wir wären wohl lieber nach Norden als zurück nach Süden gefahren. Am 26.07. kamen wir wieder beim Divisionsgefechtsstand an. Wieder Einsatz und Taktik wie gehabt. Am 18. August wurden wir dann an die italienisch-französische Grenze verlegt, da die Amerikaner in Südfrankreich gelandet waren. Nach einem Einsatz gegen Partisanen übernachteten wir in De Monte. Nächster Tag bei Vinado in MG-Stellung und massive Bombenanwürfe der Amerikaner. Eine Bombenkuppel, 30 bis 40 cm Durchmesser und 50 cm lang, lag nur 20 Meter von unserer Stellung entfernt. Von Pietro Porzio aus, auf einer Serpentine entlang, mussten wir auf einmal ein Stück Weg ausbauen. Schließlich sicherten wir eine italienisch-französische Passstraße, machten Spähtrupps und kletterten in dem zum Teil steilen Berg umher. Am 4.9. haben wir Monte Grosso erreicht. Dort oben gab es weder Baum noch Strauch und es war windig und kalt. Wir schlugen Zelte auf, aber keiner kroch hinein. Lieber trödelten wir hin und her. Um 1 Uhr nachts erst liefen wir Spähtrupp und kamen um 6 Uhr zurück. Auf dem Berg haben wir uns eine Stelle gesucht, an der wir ziemlich sicher vor Artilleriebeschuss waren. Unten im Tal, vielleicht 8 Kilometer entfernt, liegt Barcelonnette. Wir hatten sehr gute Einsicht und sahen die Amerikaner mit verschiedenen Fahrzeugen. Unsere Funker, die inzwischen auch eingetroffen waren, forderten die Artillerie an. Die erste Granate sauste über uns hinweg, hinunter in die Stadt, wo wir den Einschlag sehen konnten.
Nach dem Einrichten kam dann das Dauerfeuer. Als Gegenleistung bekamen auch wir unseren Zunder und wir mussten schnell unsere Stellung am Hinterhang aufsuchen. Die Granaten schlugen entweder vor uns ein oder sie gingen drüber und ins Tal hinunter. Dazwischen hatten wir auch einmal stürmisches Schneewetter und am 18.09. lösten uns schließlich Gebirgsjäger ab. Beim Abstieg verliefen wir uns, kamen in die Nacht hinein und erst gegen Mittag nach Argentera zu unserer Einheit. Per Mottmarsch ging es über Cueno nach Castel San Giovanni in die Adria-Gegend zum Einsatz. Die nächstgrößere Stadt ist Rimini, wo angeblich der größte Kriegsmaterialeinsatz des Zweiten Weltkrieges war. Von der See her kamen großkalibrige Granaten und es gab Detonationen am laufenden Band. Nachts leuchteten so viele Scheinwerfer gegen den Himmel, dass es fast taghell war. Wir sind nördlich von Savignano. Am 27.09. abends wurde unser Zug ein KOB-Bewerber, also ein junger Student mit Offizierslaufbahn, zugeteilt. Er erzählte uns aus seinem Leben, zeigte uns Bilder und am nächsten Morgen sollte er schon tot sein. Wir mussten beim Morgengrauen einen Spätrupp machen, um aufzuspüren, wo die Engländer sind. Noch im Halbdunkeln am Ortsrand von Savignano haben wir sie plötzlich auch schon vor uns. Wir gingen in einem etwa 3/4 Meter tiefen Straßengraben in Deckung und sahen die Engländer in dem etwa 15 Meter entfernten Haus. Dann begann die Schießerei. Neben mir war dieser KOB-Offiziersanwärter. Er hob immer wieder leichtsinnig den Kopf, obwohl ich ihm mehrmals sagte, er soll unten bleiben. Ein Kehlkopfdurchschuss tötete ihn. Ich als MG-Schütze hob mein MG hoch und schoss, ließ aber den Kopf immer in Deckung. Mit einer Panzerfaust schossen wir ein etwa 5 Quadratmeter großes Loch in die Seitenwand eines Hauses. Die englische Artillerie schoss auf uns. Uns wurde schon mulmig, denn wir waren in einer sehr misslichen Lage. Wie sollte das enden? Ich hatte Angst vor Handgranaten. Doch plötzlich, ich traute meinen Augen nicht, sprangen 4 Engländer etwa 10 Meter vor mir in unseren Straßengraben, wo ich mit dem MG im Anschlag lag. Ich konnte nicht schießen. Dann kamen nochmals 4. Nach ein paar Sekunden wiederum 4 oder 5. Sie liefen alle, vermeintlich gedeckt, gebückt im Straßengraben, vor mein MG ins nächste, 15 bis 20 Meter entfernte Haus. Mein Kumpel sagte, erst schießt du einen Gurt Dauerfeuer, 250 Schuss, dann renne ich alleine los in dieses Haus und ihr kommt sofort nach. Wie gesagt, so getan. Wir kommen ohne weiteren Schusswechsel ins Haus und staunen. Vor uns haben wir 22 Engländer, die sich ergeben. Wir waren 6 oder 7 Mann und hatten selbst einen Toten und 6 Verwundete. Oberflächlich durchsuchten wir die Tommys. Zuerst die Waffen weg, dann auch noch die Verpflegung, Zigaretten, Schokolade, Kekse und Büchsenfleisch. Mehr der Neugierde halber. Nach etwa 15 Minuten schaute einer von uns aus dem Fenster und da waren dann noch 2 Engländer im Erdloch nebenan in Stellung. Wir deuteten unseren Gefangenen an, dass sie die Iren holen sollten und das MG blieb draußen. Einer rief hinaus und die beiden von draußen kamen herein. Ein anderes Mal hatten wir ergiebigen Regen, sodass wir sogar unser Erdloch ausschöpfen mussten. Die Engländer schossen auch Phosphorgranaten und in der Stadt lagen viele schon halb verweste Tote. Am 3. Oktober hatten wir keine Verbindung mehr zu unserer Nachbarkompanie. Sie lag im Städtchen Savignano, wo ein Flüsschen durchgeht und eine Brücke gesprengt war. Auf der anderen Seite des Flüsschens lagen die Engländer. Jede Deckung ausnützend, etappenweise, kein Mensch zu sehen, mäuschenstill, liefen wir Spätrupp. Es war alles ein wenig unheimlich. Auf einmal pfiff irgendjemand die Melodie auf dem Dach der Welt. Eine ganze Strophe und dann war es wieder, diesmal noch unheimlicher, sehr still. Wir kamen an ein Haus und der Unteroffizier wusste Bescheid. Wir zu dritt gingen hinein, aber es war niemand da. Alles wie ausgestorben. Am Spätnachmittag waren wir losgezogen und da es schon duster wurde, machten wir uns also wieder auf den Rückweg. Der Ufz machte die Haustür auf, wollte gerade hinaus, als eine Handgranate vor seinen Füßen explodierte. Er lag auf dem Boden. Wir packten ihn an den Füßen, zogen ihn zurück und hauten die Tür zu. Er hatte nichts abbekommen und war nur vor Schreck auf den Fliesen ausgerutscht. Was nun? Wir durchsuchten das Haus vom Keller bis zum Dach und fanden keinen Durchgang. Draußen war es ruhig, aber wir trauten uns nicht mehr hinaus. So blieben wir die ganze Nacht in einer schusssicheren Ecke des Gebäudes. Am nächsten Morgen riefen die Engländer, come out, und das immer wieder. Der Unteroffizier öffnete die Tür und ging beiseite. Da riefen sie wieder und als sie uns sahen, schließlich, hands up,
Wir legten unsere Waffen ab und der Unteroffizier ging als erster, dann ich und noch der dritte. Als wir draußen auf der Straße waren, schossen doch andere Engländer von der gegenüberliegenden Seite des Flusses mehrere Salven auf uns ab. Wir warfen uns auf den Boden und ein Schuss ging nur sehr knapp an meinem Ohr vorbei. Die Tommys riefen zornig oder fluchend zur anderen Flussseite hinüber und es war wieder ruhig. Sie schrien uns an, aufzustehen und zu ihnen zu kommen. Mit erhobenen Händen gingen wir auf die andere Straßenseite. Während zwei mit ihrem Gewehr im Anschlag auf uns zielten, tasteten die anderen uns ab. Wir mussten dann, da die Brücke gesprengt war, durch den Fluss, aber es war nur wenig Wasser. Wir kamen in ein Haus, in ein Zimmer, wo wir uns mit dem Rücken zur Wand auf den Boden setzen und die Beine überkreuzen mussten. Da saßen wir nun, wie die Drecksäue, schon länger nicht rasiert, die Uniform voller Dreck, weil es viel geregnet hatte. Mein Hosenbein war von unten bis oben aufgeschlitzt und ich zog es immer wieder etwas zusammen. Drei Engländer saßen auf Stühlen, gepflegt, rasiert, braune Halbschuhe, Hosen in Bügelfalte und so weiter. Sie redeten untereinander und wir verstanden nichts. Nach etwa 15 bis 20 Minuten ging die Tür auf und herein kamen drei englische Frauen, geschminkt und gepflegt, die uns auch noch bewundern mussten. Dann mussten wir auf einem offenen Jeep und mit ein paar Mann Bewachung losfahren. Im schlecht gefederten Jeep flogen wir von unseren Sitzen immer wieder in die Höhe. Vielleicht wollten sie uns aber auch mit ihrer Querfeldeinfahrt ihr Draufgängertum zeigen. Am 5. Oktober wurden wir verhört. Als erster Satz sagte der Engländer spöttisch zu mir: Na, ihr Nazis, was sagt ihr jetzt zu eurem Krieg? Daraufhin ich: Den gewinnen wir schon noch. Er darauf: Wieso wollt ihr denn noch gewinnen? Ich wieder: Wir haben noch weitere Wunderwaffen, insgesamt vier. V1 und V2 waren damals schon im Einsatz. Ich glaubte selbst nicht mehr an den Endsieg, aber seine spöttische Art hat mich so geärgert. Das Geplänkel ging hin und her und er wurde zornig, weil er gegen mich nicht aufkam. Ich sollte nicht so frech sein, sonst würde er mir Schlittenfahren beibringen. Ich war der selbstbewusst: Vor 14 Tagen haben wir 24 Engländer gefangen genommen und ich hoffe, dass ihr uns auch so behandelt, wie wir sie behandelt haben. Wir haben euren Soldaten keine Uhr abgenommen, ihr habt unsere Uhren gebraucht. Der Engländer war rasend, rannte im Kreis herum, im Zimmer auf und ab. Schimpfend ließ er mich abführen. Ich kam allein in ein Zelt. Neben mir war ein Zelt mit zwei Offizieren, dann ich alleine, dann ein Zelt mit fünf oder sechs Mann drin und noch eins mit ein paar Mann mehr drin. Die Zelte hatten einen Abstand von 5 Meter. Wir durften nicht miteinander sprechen und es war Posten zur Bewachung da. Am nächsten Tag ging das Verhör weiter. Der Engländer hatte sich beruhigt und war nun freundlich. Er hatte mein rotes Tagebüchlein vor sich liegen, das ich am Vortag nicht gesehen hatte. Als erstes wollte er wissen, wie die Gefangennahme der 24 Engländer vor sich gegangen sei. Ich erzählte ihm, wie sie 10 Meter vor meinem MG herumgesprungen waren und ich nicht geschossen habe. Er war nun sehr freundlich, wollte aber noch mehr über unsere Einsätze wissen. Freundlich wurde das Verhör beendet und zufrieden gingen wir auseinander.